Aha. Oh. Ah, ich hasse diese Höhe. Aber wie cool das ist, hier unten ist so ein See. So ein Fluss. Oder ist das ein Fluss? Wahrscheinlich ja so ein Fluss, der hier durchverläuft. Ich sehe nichts Besonderes. Okay. Was finden wir denn hier? Hier geht's nirgendwo lang? Nee. Aber hier gibt's einen Pfad. Aha. Was sind wir denn hier? Prüfe Orchidee mit Wespen. Ich habe schon so eine Idee, was wir mit dem Wespen machen können. Ist mir gerade so spontan was eingefallen. Aber voll schön hier, ne? Hier so ein kleiner Wasserfall. Naja, ein wirklicher Wasserfall ist das ja nicht. Eher Niedlich. so ein Fluss. Sehe ich nett aus. Niedlich. Niedlich, sieht nett aus. Hier noch was. Sieht nett aus. Aber voll schön hier, ne? Das ist eine schöne Orchidee, aber die wird ja von diesen widerlichen Wespen umschwärmt. I, Wespen. Können wir. Es ist ein Modell mit Autoantrieb. Obwohl es eher aussieht wie ein Desinfektionsgerät. Können wir vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Oh Gott. Da hat sich jemand drum gekümmert. Voll mies, ey, die armen Wespen. Okay. Damit kann man jedem Mädchen eine Freude machen. Da weißt du Bescheid, ne? Ah, ne, warte, hier geht's weiter. Geht's hier noch weiter? Ne, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Und in dem Staubsauger sind ja jetzt Wespen drin. Oh Gott, was ist das denn hier? Es ist mehr ein Insektenvernichter als ein Staubsauger. Besonders mit den Wespen da drin. Da sagst du was? Was ist das hier? Okay, hier auf jeden Fall. Prüfe Steininschrift. Ah, ich glaube, ich höre jemanden kommen. Ah, okay, wir. Ich verstecke mich Genau, wir besser. verstecken uns mal. Aha, da kommt jemand an. Ich grüße dich, Schwester. Ich grüße dich. Hast du gut gejagt? Ja, heute gibt es geröstetes Faultier mit Wildbeeren. Sehr Nein! gut. Mir läuft schon das Wasser im Nicht Mund das zusammen. Faultier! Du darfst die Festung betreten. Okay. Wow, echte Amazonen. Da schauen wir gleich mal vorbei. Und wir haben unser Kleid gar nicht mehr. Weißt du, wenn wir jetzt noch unser Kleid hätten mit den Fake-Brüsten, das wäre doch super. Aber nee, die haben wir natürlich bei dem Unfall verloren. Ich bin schockiert. Die sehen aus wie Brüste, aus Stein gemeißelt. Was? Das habe ich ja. Hä? Was? Wie? Die sehen gar nicht dann. Ach, okay. Ich widerspreche dem mal nicht. Können wir damit reden? Hallo? Ah, ich bekomme keine Antwort. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Scheint nicht zu funktionieren. Jetzt ist nicht die Zeit, um Baseball zu spielen. Ich frage mich echt, wann wir den Schläger benutzen. Den haben wir nämlich bisher noch gar nicht benutzt, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. Das Comic-Heft haben wir auch noch. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Es ist ein Schädel. Oh, habe ich jetzt Angst. Steininschrift. Tasten. Hoch. Moment. Ich bin schockiert. Die sehen aus wie Brüste, aus Stein gemeißelt. Ja, die Fantasie geht, glaube ich, mit dem mal wieder durch. Können wir die irgendwie. Das klingt jetzt merkwürdig. Können wir die irgendwie Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. benutzen?
öffne. Geht nicht auf. Okay. Hier oben? Geht nicht auf. Okay. Ich meine, irgendwas müssen wir damit ja machen können. Staubsauger eher nicht. Messer, Banane. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Aber wir haben jetzt eine Blume. Genau, ich weiß, also ich weiß jetzt noch ein paar Sachen, die wir erledigen können. Wie wir hier weiterkommen, weiß ich noch nicht. Da will ich aber auf jeden Fall noch rein. Nach dem, was wir letzte Aufnahme so erfahren haben von den netten Herren, geht's bei den Amazonen ja ganz schön zur Sache. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal den Pfad hier entlang und gucken mal, was wir als nächstes erledigen können. Ich meine, wir haben jetzt schon ziemlich viel gesehen. Das Spiel ist echt so durch manchmal. Okay. Juhu. Ich finde auch den Erwachsenenhumor in dem Spiel echt gut, muss ich sagen. So. Okay. Da oben geht es wieder zu den Herren. Die wissen nicht zufällig, wie wir da hinkommen, oder? Wir können ja mal kurz zu denen vorbeischauen und die fragen, aber ich glaube nicht, dass sie wissen, wie wir zu den Amazonen kommen. Da sind sie ja. Hallo. Hallo, Joe. Ich muss jetzt weiter. Bis bald. Übrigens, was ich kurz erwähnen kann, er hier, der gute Skip, der hat uns ja letzte Aufnahme einen Code gesagt, den wir unserem Freund Sparky sagen sollen, also so ein Geheimcode von diesem Comic, und ich habe den Geheimcode echt vor der Aufnahme noch übersetzt. Also er hat uns ja gesagt, GSRHRHZHVXIVGNVHHZTV hat er uns ja letzte Aufnahme gesagt, und ich habe den Code übersetzt, und die Lösung ist: This is a secret message. Also this is a secret message ist die Lösung von dem Geheimcode, den er uns gesagt hat. Also dies ist eine geheime Botschaft. Was ich schon irgendwie zugegebenermaßen echt geil fand, dass da wirklich was rauskommt. Und ja, habe ich direkt vor der Aufnahme überprüft. Nett, mit dir geredet zu haben. Tschüss. Bis bald. Ich glaube, die wissen nichts. Aber der will doch noch so eine Wundsalbe haben. Da ist das Faultier. Wir gehen jetzt zurück zu Krämer Bob. Wir können jetzt entweder zu Krämer Bob oder zu diesem komischen Lederhosenhersteller. Fleder GmbH. Wir gehen erstmal nochmal zu Krämer Bob. Hallo, Großer. Wir gehen jetzt mal hier entlang. Apropos, wir haben doch... Moment, ich gehe trotzdem erstmal rein. Wir haben doch jetzt ein Wörterbuch. So. Sie will ja noch Parfüm. Entschuldige, Bob. Was kann ich für dich tun? Hast du ein Telefon, das ich benutzen kann? Tut mir leid, aber das einzige Telefon im Dorf ist kaputt. Das ist auf jeden Fall gut. Kennst du jemanden, der ein Telefon hat? Fleder wahrscheinlich. Wenn du nach der Prinzessin suchst, sieh, ob du eins findest. Na, danke. Netter Laden. Hast du ihn selber dekoriert? Naomi da drüben hat mir geholfen. Sie interessiert sich sehr für Raumausstattung. Okay.
Wohnt sie hier? Nein, sie lebt mit ihrem Vater, dem Häuptling. Sie ist sehr hübsch. Ja, allerdings. Und bevor du auf falsche Gedanken kommst, wollte ich nur anmerken, dass sie meine Freundin ist. Ist ja gut. Sehen alle Dorfbewohner so aus wie sie? Nein, nicht alle. Manche von ihnen sind Männer. Vielen Dank, dass du mir von Naomi erzählt hast. Ist ja gut. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was möchtest du wissen? Okay. Kannst du mir mehr über Fleder erzählen? Ja, was willst du denn wissen? Warum glaubst du, hat Fleder Azura gekidnappt? Seitdem Fleder hier ist, sind immer komische Dinge passiert. Leute verschwinden, am Himmel erscheinen seltsame Lichter. Und als ich diese Woche Wäsche gewaschen habe, haben alle meine Socken zueinander gepasst. Bitte was? Okay. Da müssen mysteriöse Dinge geschehen sein. Wenn Socken zueinander passen, das kann nicht normal sein. Was glaubst du, wird Fleder mit Azura machen? Ich habe Gerüchte gehört, dass sie mit Menschen Experimente machen. Ach ja. Seltsame Experimente. Sie könnten sie als menschliches Versuchskaninchen benutzen. Für Lederhosen. Also sie retten. Ja, die benutzen sie bestimmt zum Testen für Lederhosen, deswegen haben sie sie entführt. Immer diese komischen Lederhosenhersteller. Was macht Fleder im Amazonasgebiet? Sie stellen sich als Lederhosenfirma dar. Aber ich glaube, die führen nichts Gutes im Schilde. Danke für die Auskunft. Es war auch mein Vergnügen. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Okay. Hallo, Joe. Wir können den doch bestimmt nochmal ausfragen. Also, was möchtest du wissen? Ich würde gerne was über Naomi wissen. Kannst du mir mehr über Naomi erzählen? Sie ist süß, intelligent und meine Freundin. Wir sind heute Abend verabredet und ich wollte ihr gerne Blumen schicken. Ah. Aber ich bin noch nicht rausgekommen, um welche zu besorgen. Ach ja, okay. Was verkaufst du denn alles? Alles Mögliche. Manches davon ist nur für besondere Kunden. Was hättest du denn gerne? Ist der Fisch im Regal verkäuflich? Nicht mehr. Wir hatten einige unzufriedene Kunden, die ihn zurückgebracht haben. Da er ein Piranha ist, frisst er alle anderen Fische im Aquarium. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Gut. Na gut, ich meine, wenn ein Piranha kauft, der muss auch schon irgendwie damit rechnen, ne? Wir haben sogar noch eine Banane dabei. Wie sieht's jetzt aus? Können wir dem die Orchidee geben? Ich habe diese Orchidee im Dschungel gefunden. Ich dachte, du würdest sie vielleicht gerne Naomi geben. Ja, danke. Orchideen sind ihre Lieblingsblumen. Du hast mir das Leben gerettet. Ich habe eine Verabredung mit ihr heute Abend und ich habe noch nichts für sie. Jetzt muss ich nur noch ein gutes Restaurant finden. Tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen. Naomi wird sich aber bestimmt sehr über die Orchidee freuen. Schön, dass ich was für dich tun konnte. Ich befürchte nur, dass ich dich dafür nicht bezahlen kann. Oh. Aber ich kann dir eins dieser Fischernetze anbieten. Ja. Das ist auch okay. Nehme ich mal an. Okay. Versteck sie besser, dass sie sie nicht vor heute Abend sieht. Ich wünsche dir viel Glück. Ich meine natürlich bei deiner Restaurantsuche. Wir werden ja. Okay, können wir uns jetzt ein Netz schnappen? Ganz wichtig beim Amazonenfischen. Ich würde meine Hände nicht in dieses Piranha-verpestete Wasser stecken wollen. Gut, dann nimm doch mal ein Netz mit. Bist du sicher, dass es okay ist, wenn ich eins von diesen Netzen nehme? Ganz sicher, mein Sohn. Du bist ein besonderer Kunde. Hey, vielen Dank, Bob. Geil, wir sind jetzt ein besonderer Kunde. Ganz meinerseits. Mein Sohn. Der ist immer so schon nett zu uns. Okay, wir haben jetzt ein Netz. Okay, können wir uns jetzt mit den beiden hier unterhalten eigentlich? Ja, sehr schön. Hallo, ich bin Joe King. Man kann mich als Pilot anheuern. Ich grüße dich, Joe King. Genau, jetzt verstehen wir sie einfach. Ich bin der
Häuptling dieses Pygmäendorfes. Wie kann ich dir helfen? Das aber nett. Die Statue hinter dir. Ist das ein Original? Aber sicher. Sie wurde von einem meiner Urahnen gemeißelt. Gefällt sie dir? Ja, sie ist sehr, einzigartig. Was soll sie darstellen? Sie stellt die Götter dar, die uns hier besucht haben. Sie kamen in glühenden Kanus mit Geschenken für mein Volk vom Himmel. Ist auch echt bequem, ne? Der hat hier nur so ein Stofffetzen hier hängen. Ist echt schön. Also stelle ich mir sehr bequem vor. Da kann man viel baumeln lassen. Okay. Und was für Geschenke brachten euch die Götter? Alles Mögliche. Zum Beispiel Klettverschlüsse, flüssige Seife, Schlüsselanhänger, die piepen, wenn man in die Hände klatscht, und Götterspeise mit Bananengeschmack aus der Tube. Mmh, die